bevor ich begonnen habe, diese Rekordjagd zu machen, habe ich eine Internetseite gestartet und gesagt, ich mache einen Weltrekord. Ich habe meinen Rekord ein paar Tage vor Felix Baumgartners Stratos-Sprung gemacht. Sein Budget war ungefähr 50 Millionen, meines war etwa 5000. Ich bin froh, wenn ich kein Adrenalin habe im Fallschirm. Ich habe das in der Regel dann, wenn ich den Schirm ziehe und oben nichts kommt. Dann gibt es Adrenalin, das möchte ich gerne verhindern. Die Aufgabe, Sie zeichnen Ihren Kollegen, die Kollegin auf der rechten oder linken Seite ab. Dafür haben Sie 30 Sekunden Zeit. Das Wichtigste, Sie müssen sich an die Zeitvorgabe halten. 30 Sekunden auf mein Kommando, auf die Plätze, bereit, los! Das erste Mal habe ich gemerkt, dass Farben nicht so mein Ding sind, als ich zum Neurologen gehen musste, im zarten Alter von 6 Jahren. Damals, Kleinhauser, gut in meinem Fall vielleicht so, Kindergarten, 6 Jahre alt, und die Kindergärtnerin hat die Eltern eingeladen zum Gespräch. Ich habe alle meine Zeichnungen in schwarz gemalt. Schwarzer Vater, schwarze Mutter, schwarze Schwester, schwarze Sonne, alles schwarz. Die Kindergärtnerin hat mit mir gesprochen, ich habe gesagt, ja, ist gut, alles schwarz. Bis sie die Eltern eingeladen hat. Man hat dann versucht herauszufinden, wie dramatisch die Familiensituation ist, ob ich geschlagen werde, missbraucht oder im Keller eingekerkert. Als man nicht weiterkam und ich immer noch fröhlich behauptet habe, das sei das Schönste, so, hat man mich zum Neurologen geschickt. Ich wurde dann verkabelt mit einem EEG. Ich habe mich gefreut, weil ich gedacht habe, ich bekomme den neuen. Habe nicht gemerkt, dass es in die andere Richtung geht. Und der Befund war dann völlig okay. Der Neurologe hat dann gefragt, weshalb um Himmels Willen malst du immer nur in schwarz? Und meine Antwort war ganz einfach. Erstens, ich mag schwarz. Ich war beeindruckt von Schwarz-Weiß-Fotografien, von Filmen vom Ersten, Zweiten Weltkrieg. Ich fand das toll, alles schwarz. Das hat einen zweiten ganz wichtigen Grund. Die Farben waren in einer anderen Ecke des Raums. Dort haben sich die Kinder gestritten. Ich konnte hingegen mit der Schwarz, die bereits auf dem Pult lag, gleich loslegen. Hab gemalt, habe Freude gehabt, bis ich gemerkt habe, dass man so zum Neurologen muss. Diese Geschwindigkeit von diesen 300 Stundenkilometern, die hat einen Gegenpol. Den habe ich gesehen in Bern am Fuße des Bundeshauses. Bern als langsame Stadt hat die Kuppel des Bundeshauses vergoldet. Und plötzlich fällt vor meine Nase ein Stück Blattgold. Und dieses Blattgold hat sich sehr, sehr langsam bewegt. And I think without further ado, I will hand over to Mark. So thank you very much and welcome to our meeting. Thank you very much. Thank you. And one thing was the best at all. I had to eat and drink a lot because mass is critical in this. And I knew I was, at this time I was about 98 kilos, and I knew it would be nice to have about 110 kilos. So I had a goal of 12 kilos. And the good thing is you don't need a personal trainer to eat. So I was eating everything around me, and with all my equipment I weighed around 130 kilos, and normally people with 130 kilos, they don't make any sport at all. I had a lot of obstacles for this record. The biggest one was this one here. This bastard really killed me. It's designed for wind tunnels. Yeah. It was written on a little sticker that it has a defog shield, so it shouldn't get white when I step out the airplane. But the shield didn't know this. And I would like to talk about your own goals. So that means that courage, real courage, means action in the presence of your fears. We would like to check your own creativity. And it's a really tough one.
because we are drawing a portrait. So maybe you're all painters and artists, so that's great. But the task is a little special because I only give you 30 seconds to draw your colleague on the left or on the right side. You have 30 seconds to draw the profile or the front side, whatever. But you don't start now. It's important. You don't start now. Yeah, that's fine. Yeah, that's manager style. Then we begin. So no, you have to wait. You have only 30 seconds, and that's essential. I'll tell you afterwards why. Okay, ready, set, and go. Thank you very much. Have a look at your picture and please show it to your friends. And in the kindergarten, if you do this experiment, there's no laughter at all. They just draw their colleagues and say, oh, that's you. And they say, okay. They're all fine with this. And I'd like to tell you something about the power of names. That's my business I'm running now. I have an international naming agency and we create names for products and brands. The speed tracking was one of the naming process I made. I said, this discipline, I call it speed tracking. There was no word like this, there was no record like this. So it was a blue ocean. And I said, that's my discipline, speed tracking. No one did it before, no one does it now. So it doesn't matter, so it was my name. But as soon as I had the name, the rest evolved. If you tell stories to little kids and you say, ah, there's a little boy with his sister and they live somewhere, and they say, there comes a point where they say, what's the name of the boy and of the girl? And where do they live? And we say, oh, you can choose yourself. No, it doesn't work. You give the names. And we see this in meetings when we have the clients looking and searching for the names. And it's a long process. And after 4 or 5 weeks, we find the name. It's always the same. It's always a little spark going through the whole team. I say, ah. J'étais vraiment confiant de faire un record du monde. C'était très très simple parce que j'étais le premier, alors il n'y avait pas un record qui existait. Et ça c'était le meilleur part du record parce que j'ai mangé tout. Alors c'était des frites, des saucisses, de la bière pour le petit déjeuner, bien sûr. Et à 4000 mètres, j'ai vu qu'il y a une petite ligne blanche sur la visière déjà. Alors, la visière ne savait pas que c'était anti-puée. Et quand on a compté, ready, set, go, sur le mot go, c'était visibilité zéro. Et maintenant, quand vous avez peur des hauteurs et vous êtes à 4000 mètres, visibilité zéro, complètement embué la visière, et vous tombez. Alors c'était vraiment la thérapie choc pour moi, en le fait de transformer le rêve en réalité. Et maintenant, c'est le point, c'est le N. Et ça, c'est le non. Il faut nommer ses rêves. Alors maintenant, vous dites, ah, nommer les rêves, qu'est-ce qu'il parle Si vous avez un bébé en Suisse, après la naissance, vous avez 3 jours du temps de nommer le bébé. Et on peut se demander pourquoi. Alors, 72 heures pour nommer le bébé. Le bébé, il n'écoute pas son nom. Même après, à l'adolescence, il n'écoute pas plus. Alors, on peut se demander pourquoi on ne dit pas le bébé, le gamin ou le joujou. Pourquoi il faut un nom?
La raison c'est, les choses et les personnes sans nom n'existent pas pour nous. Ils n'existent pas. Alors si vous pensez à votre position du corps, et maintenant je compte à trois, et après vous montrez cette position à laquelle vous pensez. Alors, un, deux et trois. C'est ça. Super. Alors, ce sont les trois points. Il faut rêver assez grand. Il faut croire à la créativité originelle, parce qu'on est des êtres créatifs par nature. Et finalement, numéro 3, il faut nommer ses rêves, mais seulement ceux qui sont utiles. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et merci beaucoup.